Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Länderroulette auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein Länderroulette mit Italien. Wie denke ich mal schon die meisten von euch mitbekommen haben, ist das Ganze hier im Stream entstanden. Daher kann es vielleicht sein, dass die Audio- und Videoqualität nicht ganz so gut ist wie sonst. Ansonsten kann ich nur noch sagen, dass ihr in der Beschreibung die Links zu meiner Community-Umfrage und zu meinem Discord findet. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal teilnehmen oder drauf joinen. Mehr kann ich jetzt aber eigentlich nicht mehr sagen. Fangen wir einfach mal an. Kleine Info vielleicht noch. Italien hat 60 Millionen Einwohner, ist gerade unter der Kontrolle von einer sozialistischen Partei. Ich glaube, in echt sind das Sozialdemokraten, aber die werden hier als sozialistisch angegeben. Also, ich glaube, ich will nicht mal lange drum rumlabern, sondern wir suchen uns direkt mal das erste Land aus. Und was wird das erste Land sein? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Es ist Bahrain. Bahrain ist eine kleine Monarchie in der Nähe von Katar, 1,4 Millionen Einwohner. Der Boomer, erst kann er den Stream starten und jetzt findet er hier gar nichts. Hier ist Bahrain. Und das Ganze wieder auf 100 gestellt. Und wie ihr schon sehen könnt, sind die beiden Länder jetzt auch schon im Krieg. Hier sollten sich jetzt die Truppen auf den Weg machen. Ich bin gerade übrigens im normalen Spiel und nicht im 2019er Addon. Und ihr seht auch schon, die ersten Flieger machen sich auf jeden Fall schon mal bereit. Auch die Schiffe von Bahrain machen sich gerade schon mal auf den Weg. Mir fällt auch gerade ein, dass ich die Kommunisten gewählt habe. Und ich muss noch eine Wahlkampagne mit den Kommunisten machen. Wir sehen schon, hier sind auf jeden Fall drei große Parteien jetzt zu fällig. Eine ist rechts, das ist die Partei von Berlusconi. Dann haben wir hier die SDU, die Sozialdemokratische Union, die wird als sozialistisch angegeben, ist aber eher sozialdemokratisch wahrscheinlich. Und diese unabhängige Partei, das ist wahrscheinlich die Fünf-Sterne-Bewegung heißt die. Und ja, ich sehe gerade, oh, die USA hat hier sogar einen Stützpunkt in Bahrain. Ich bin mal gespannt, ob das direkt schief geht. Wir hatten es ja schon ein paar Mal, dass ein Land direkt komplett zerstört worden ist. Die Truppen sind gerade hier gegen Liberia. Ägypten erklärt Italien den Krieg. Sudan erklärt Italien den Krieg. Und Israel erklärt Italien den Krieg. Verpasse ich irgendwie was, oder? Ich wusste nicht, dass die irgendwie eine Koalition haben. Algerien erklärt den Krieg. Schweiz erklärt den Krieg. Jordanien erklärt den Krieg. Und die Schweiz ist direkt der Nachbarstaat hier. Also hier wird es wahrscheinlich extrem spannend werden. Wir können ja gerade mal gucken, wie es in der Wahl steht. Gerade sind die Sozialdemokraten mit 32% vorne vor den Konservativen und dieser mit links Partei. Die Wahl ist am 4.3., also tauschen, weil es bei mir gerade auf Englisch ist. Ich habe das gerade ein bisschen nicht ernst genug genommen und ich glaube, wir werden jetzt richtig hart verlieren. Was immer gut kommt, ist die Einkommensteuer für die niedrigen Lohnklassen unterzustellen. Frankreich und Spanien helfen jetzt Italien gegen Bahrain und Bahrain hat die Unterstützung von Saudi-Arabien, dem Iran, Israel, Ägypten. Bei der letzten Wahl waren wir bei 3%, jetzt sind wir bei 6, das wäre schon mal ein bisschen nice. Ich sehe hier gerade Truppen in Saudi-Arabien von Italien. Leute, Bahrain wurde einfach annektiert. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wer stärker ist, Bahrain oder Italien. Sind die anderen jetzt noch mit Italien legal im Krieg? Ja, die sind noch legal im Krieg. Ihr seht hier auch, hier gibt es Tote auf beiden Seiten. Also werden wir wahrscheinlich noch nicht das nächste Land nehmen, sondern ein bisschen mal schauen. Hier werdet ihr jetzt sehen, wer sozusagen die Wahl gewinnt. Mal sehen, wir sind bei 5% gelandet, das ist 2% besser als bei der letzten Wahl. Und jetzt kämpfen gerade die drei größeren Parteien gegeneinander. Berlusconi ist noch auf Platz 3, Di Maio ist auf Platz 2 und diese Dame hier hat gerade gewonnen. Ich glaube, das bedeutet linke Mehrheit in allen Parlamenten theoretisch, also es gibt natürlich keine Koalition. 73% der Wähler sind wählen gegangen. Ja moin, die hatten ein bisschen zu sehr Spaß hier mit drin, aber ich weiß immer noch nicht, warum die Schweiz damit verwickelt ist. Algerien greift gerade Sardinien an, oder nee. Sizilien ist das. Sardinien wird aber auch von Algerien angegriffen. Also das könnte gleich ziemlich schlecht enden. Das hier ist die strategische Karte. Alle roten Länder hier hassen gerade Italien und wahrscheinlich sind die meisten davon auch mit Italien im Krieg. Wie es aber aussieht, ist gerade nichts unter der Kontrolle von irgendwelchen ausländischen Truppen in Italien. Aber auch nichts in anderen Ländern wurde von Italien eingenommen. Gibt es hier noch einen Krieg oder hat das mittlerweile aufgehört? 30.000 Tote zwischen Italien und Algerien. Ich bin echt nicht gewohnt, so lange am Stück zu sprechen. Jetzt bin ich auch schon wieder ein bisschen heiser. Frankreich ist jetzt raus
aus dem Krieg und Spanien ist auch raus aus dem Krieg. So sieht es gerade zwischen Italien und Saudi-Arabien aus. 3000 Tote bei Italien und 8000 bei Saudi-Arabien. An der Stelle habe ich dann einfach den Krieg beendet, da ja der Hauptkonflikt mit Bahrain schon beendet worden ist. Und das nächste Land ist Guyana. Italien? Der Vatikanstaat? Der hat, wie viele Einwohner hat der? Der hat 1001 Einwohner, warum greifen die den gerade an? Jetzt greifen wir aber endlich mal Guyana an, damit ihr wieder mal ein bisschen Content habt. Und jetzt wird halt sozusagen Guyana angegriffen. Guyana ist ein Staat mit ungefähr 1 Million Einwohnern. Und wie man schon sehen kann, gibt es mal wieder Neuwahlen, weil der andere Typ wieder zurückgetreten ist. Jetzt mal zum Krieg zwischen Italien und Guyana. Und ihr seht, Italien hat 15 Leute verloren und Guyana 340. Und in der Wahl ist es gerade so, dass die Partei von Luigi Di Maio führt, also dieser Livio Di Maio. Oh, der Krieg zwischen Italien und Guyana ist gerade vorbeigegangen, fällt mir auch auf. Und gerade ist Italien mit Algerien im Krieg, aber das Ganze ist jetzt wieder vorbei und es gab auch nur ein paar Tote. So, ich bin mal gespannt, schaffen wir die 10% oder bleiben wir knapp da drunter? Wir schaffen die 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16% und 18% fast. Das ist schon mal auf jeden Fall ziemlich krass. Wir sind einfach mal die drittgrößte Partei gerade geworden. An der Stelle habe ich dann mal 2 Länder ausgewählt. Mal sehen, was wir jetzt bekommen. Und wir bekommen die folgenden Länder. Und es sind Schweiz und Lettland. Nicht schon wieder die Schweiz. Und Lettland auch noch dazu. Und wie man sehen kann, sind wir jetzt mit diesen beiden Ländern im Krieg. Wir wurden gerade aus dem Euro geschmissen. Ihr seht auch schon, gerade werden einige Städte sowohl von Italien als auch von der Schweiz angenommen. Und ihr seht schon, ich glaube, die Truppen von Italien sind mittlerweile so geschwächt, dass die Schweiz einfach einmarschiert. Ich glaube, wenn es so weitergeht, sind wir bald die Schweiz und nicht Russland. Es gibt mal wieder Neuwahlen. Ihr seht hier auch schon auf der Karte, was gerade alles von der Schweiz hier eingenommen wird, sogar Sardinien wird. Aber Frankreich greift die Schweiz an. Das wird jetzt auf jeden Fall richtig spannend. Die Lombardei ist schon eingenommen, Piedmont ist eingenommen und Valle d'Aosta heißt das, glaube ich, wurde eingenommen. Ich glaube, die Schweiz ist bald Schweiz-Italien oder so. Ich schätze aber mal, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Schweiz vielleicht Teile von Italien einnehmen wird, wobei Italien jetzt auch gerade wieder die Teile hier zurückerobert. Also es könnte sein, dass das Ganze jetzt sozusagen in die falsche Richtung geht. Ihr seht auch schon, hier wird gerade einiges zurückerobert. Auf der Seite der Schweiz gab es mittlerweile fast 70.000 Tote und auf der Seite von Italien nur fast 8.000. Jetzt haben wir mal wieder eine neue Wahl. Also, die größte Partei ist geworden die Mitte-Links-Partei von mittlerweile Pietro Mario Pagani, gefolgt von der Sozialdemokratischen Partei und von der Konservativen Partei, die einfach mal auf 14% gefallen ist. Also wir sind mittlerweile nicht mehr im Krieg mit Lettland, hier ist noch irgendwie Spanien und das ist auch nichts Richtiges hier. Also die Zuschauer haben gewählt, dass der Krieg zwischen der Schweiz und Italien jetzt unentschieden ausgeht, weil jetzt schon ziemlich lange dauert. Und ja, jetzt wählen wir 3 Länder aus, die wir wieder angreifen und eins der Länder darf der Streamchat tatsächlich auswählen. Wir fangen jetzt einfach mal an und wählen 3 Länder aus, die einfach zufällig jetzt angegriffen werden. Und diese 3 Länder sind Uruguay, St. Lucia und Tansania. Die Mehrheit hat sich jetzt gerade für Deutschland entschieden und deswegen werden wir jetzt einfach mal Deutschland angreifen. Und irgendwas sagt mir, dass das Ganze jetzt nicht ganz so gut enden wird für Italien. Es könnte vielleicht sein, dass das hier tatsächlich das zweite Ende von einem Land in Länderroulette wird. Sie sind jetzt tatsächlich auch schon wieder im Krieg mit der Schweiz. Sie sind, glaube ich, direkt Deutschland zur Hilfe geeilt. Ich will nicht wissen, mit wie vielen Ländern die gleichen Krieg sind. Ihr seht schon, Frankreich hat angegriffen. Okay. Ihr seht hier jetzt schon die ganzen Länder, mit denen Italien im Krieg ist. Das Vereinigte Königreich hat gerade erklärt, Spanien greift jetzt auch noch an. Ich glaube, das war ein bisschen Overkill gerade, also Italien wird das Ganze nicht überleben. Wer hat es gedacht? Eine wunderbare Freundschaft. Die Türkei und Griechenland gemeinsam gegen Italien. Gerade greifen Spanien, Frankreich, das Vereinigte Königreich, die Schweiz, Deutschland, Polen, Griechenland, die Türkei und Rumänien die Italien an. Ich kann mir ja gar nicht vorstellen, wer hier gewinnen wird. Das ist ein sehr spannender Krieg. Oh, vielleicht schafft es Griechenland jetzt das Ganze einzunehmen. Ein gewisser Herr mit blonden Haaren möchte jetzt auch noch mitmachen. Schaut euch alleine mal diese ganzen Sterne an. Alle hier zeigen die verschiedenen Kriege
Folge an. Okay, hier ist gerade, glaube ich, irgendwas zu Ende gegangen. Manche sagen ja, Mallorca ist das 17. Bundesland. Ich sage, Friuli Venezia ist das 17. Bundesland von Deutschland. Ihr seht schon, Italien hat das Ganze hier gerade verloren und hat auch einen Staat an Deutschland verloren. Ich hätte sogar gedacht, sie verlieren noch ein bisschen mehr. Ich würde jetzt aber tatsächlich sagen, zumindest für das Video hier, ich hoffe mal, euch hat das Ganze jetzt gefallen. Ich beende das Ganze hier jetzt mal, weil hier nicht mehr so viel passiert. Sollte es euch auf jeden Fall gefallen haben, lasst gerne mal ein Like da. Und ja, mehr kann ich nicht sagen. Und ciao für das Video heute.